jetzt relativ stark auch in der Zeit. Ist total untypisch, auch für euch zwei, stark zum Sachen. Habt ihr jetzt für Zukunft irgendwas Neues geplant? Oder möchtet ihr was unbedingt da in Zukunft? Natürlich würde es uns freuen, wenn die Zeit jetzt wieder anders wird, dass man einen Auftritt machen kann, dass man lachen kann, dass man tanzen kann. Ein besonderes Projekt oder haben wir nicht, aber so wie es die Zeit zulässt, wollen wir natürlich unser Repertoire erweitern mit regionalen Liedern, die beliebt sind, sage ich mal. Das ist unser Fokus eigentlich, weil man spielt ja fürs Publikum und genau, das ist eigentlich unser Ziel, dass wir uns immer wieder singen, immer das Repertoire ein bisschen erweitern und weiterhin unterwegs sein mit der Musik. Ja, liebe Zuschauer, beim nächsten Titel von der Birgit und von Moni, da kriege ich als Weitler fast autobiografische Anwandlungen. Weil als Weitler freut man sich immer, wenn es auch noch so schön ist in Minge, wenn man in der Landeshauptstadt sagen kann, mein München, ich sag Ade. Und deshalb wünsche mir Erna und euch viel Vergnügen mit Birgit und Moni und mein München, ich sag Ade. Das Spiel ist an.